Ja, das ist eines. Ein selbstgebackenes Brot. Ein sogenanntes Bauernbrot. Es schmeckt köstlich, nur viele, viele Menschen werden nie diesen Geschmack kennenlernen. Denn Bauernbrot ist nicht gleich Bauerbrot. Aber bis du ein herrliches Brot auf dem Tisch zum Noch es mir einlädst, ist es ein langer Weg. Der Fuchs August, jedem hier ein Begriff, ist zurzeit der einzige Selbstbäcker, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Herr Fuchs war so freundlich, uns auf diesem Weg mitzunehmen. Ach, hier ist ja Frau Fuchs schon kräftig dabei, das vorgewärmte Mehl zu sieden. Frau Fuchs, wie Sie wissen, wollen wir unseren furchtbaren Bürgern und selbstverständlich auch Bürgerinnen einmal vor Augen führen, wie von seither Brot gebacken wurde, beziehungsweise auch heute noch gebacken wird. Langer Rede, kurzer Sinn, Frau Fuchs, wie geht es nun weiter? Ja, das gesiebte Mehl. Das Mehl wird gesiebt. Angewärmte Mehl wird gesiebt. Ja, das angewärmte Mehl wird gesiebt, damit es locker ist. Und dann wird schon das Wasser. Da kommt das Wasser dabei. Wie viel Liter Wasser, Frau Fuchs? Ach, ungefähr 10, 12 Liter. Das kalte oder warmes Wasser? Nee, angewärmtes Wasser. Angewärmtes Wasser. Mhm. Das muss schon warm sein. Ah, und warum muss es warm sein? Ich bin ein Laiesee. Verzeihen wir meine dumme Fragerei. Ja, das hat kalte Mehl, dann geht's besser. Ach so. Aha. Gute Hausfrau müsste man sein. Frau Fuchs, sagen Sie, haben Sie das Mehl selbst oder kaufen Sie das Mehl? Nee, das Mehl holen wir mit der Zürcher Mühle. Ah, und jetzt kommt das Sauerteig, wenn ich richtig informiert ja, bin. Ja, das Was ist das für ein Sauerteig? Das ist schon am letzten Mal der Rest vom Teig. Ne? Ah, ein Krümelchen kann man sagen. Und das gibt das neue Brot wieder? Ja, das gibt nochmal das neue Brot. Das kommt in der Sechste und das kommt nochmal am nächsten Mal in das neue Brot. Und damit wird das Brot angesetzt, ja. Das neue. Mhm. Wird dann auch so gemacht, dass von diesem Brot zum nächsten Brot backen wieder die Krümelchen gesammelt werden? Ja. So. Guten Morgen, Herr Fuchs. Ich muss sagen, so morgens um 6 bin ich noch nicht so fit wie Sie hier. Herr Fuchs, Sie sind schon feste dabei? Teig zu machen. Und zwar wird das Mehl mit dem Wasser so vermischt und so steif gemacht. Und das muss man ein bisschen verstehen und können. Einmal gelingt es nicht immer so, dass es zu steif wird oder weniger steif. Der Teig muss dann, der dann gut durchgeknetet ist, wird nicht zwei Stunden, in der Regel zwei Stunden liegen und wieder gut gehen. Nach diesem Gehen ungefähr mit zwei Stunden wird dann das Brot gemacht. Und braucht aber zum Kneten doch ziemlich viel Kraft, wenn ich das hier so sehe. Ach, Kraft, es kostet eine kleine Anstrengung schon. Ich habe zu Hause schon bei meiner Mutter, haben wir aufgepackt und Herr Fuchs, während der Ofen vorgewärmt wird, Sie sagen 1 bis 1,5 Stunden, können Sie mir vielleicht in kurzen Worten einmal schildern? Ich weiß es auch nur von Hören sagen, wie war das früher mit dem Backen? Das wurde doch ausgelost. Ja, das ist richtig. Früher kam der Gemeindediener, an den 12 Leute an der Backe, so kamen auch die Bürger, die backen wollten an der Backe, und zwar vom Oberdorf und Unterdorf, weil es 2 Backofen waren, und je nach der Anzahl, 1 oder 2 oder 3, die am nächsten Tag backen wollten, wurde dann gelost, jeder zog ein Los, 1., 2. oder 3. Und so ist das vorgegangen. Im Winter war es dann so, dass niemand gern Erster gebackt hat. So ist das gelaufen. Ah, und warum? Wegen dem Holz? Ja. 2 Stunden sind vorbei. So, Frau Fuchs. Jetzt werden Sie wieder aktiv. Es wird alles bereit. Körbchen, Mehl. Ja, jetzt fange ich an, die Körbchen zu streuen. Denn es ist besser, wenn sie gestreut sind, dann gehen die Brot nachher besser raus. Und dann fange ich an, Brot zu machen. Ja, mit Körbchen. So, jetzt fange ich an.
Vernehmen Sie also jetzt auch nach Gefühl, kann man sagen. Ja, nach Gefühl. Zeitmenge. Gebrochen wird das bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, also auf Gefühl. Ah ja, wenn man dann so lange Brot backt, ja, dann hat man es irgendwie. So, es kommt ins Herzen. Ja. Ja, und dann bleiben Sie stehen, bis anfangen zu gehen. Ja. Ah, Frau Fuchs, und jetzt? Mach auf zum nächsten Brot backen. Ja, jetzt mache ich den Sauerteig. Jetzt muss ich das nächste Mal das Brot zu machen. Ja. Der wird dann gut gerieselt. Ja. 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 Und da kommt dann nachher in der Sechste. In der Sechsten, ja. Der Sauerteig. Oder, ja, wie die Volksmunde gesagt, Besen. Besen. Ja. Die wird dann gut verrührt. Ja, und die Brote gehen. Man sieht. Die wachsen, sozusagen. Ja, in der Zwischenzeit nehme ich dann immer dickste Kaffee. Und jetzt mal ein bisschen. So, damit auch das nächste Mal reif. Sauerteig. Wo bewahren Sie den Sauerteig eigentlich auf? In den Sechsten, der erste, zweite Tag, da an der Ohren, genau. Dass er gut warm ist auch noch. Und dass er sauer riecht. Ja. Jetzt speise ich dann die Brot, dass sie besser aussehen. Ja. Mit dem schwarzen Kaffee. Schwarzen Kaffee. Bohnenkaffee? Ja. Ja. Ah, ja. Selbstredend. Nach der Bräunung muss das Brot noch eine halbe Stunde gehen. Danach wird es von Ihnen, Herr Fuchs, mit dem Handwagen zum Backhaus gefahren. Ich lasse mal hier warten. Das Brot wird dann im Backes auf die Backesbeit vom Wegen zur Runde auf die Backesbeit gestellt. Das geht es noch. Oder nicht mehr, Herr Fuchs? Doch, das Brot reißt immer noch mehr ran, also das geht noch. Man sieht, welches es quillt bald über, wenn man es mal so ausdrücken will. Das ist in der Regel ein gutes Zeichen. Jetzt wird der Ofen von der Glut, von der Asche, die Asche wird rausgescharrt, damit keine Glut mehr im Backofen drin ist. Ja. Und jetzt die Sehne hier, wird das Brot in den Backes, in den Ofen geschossen. Diese Tätigkeit mache ich besonders gern, weil ich da gar niemand zur Hilfe brauche. Ich setze das Brot selbst auf die Schicht, wie Sie das hier feststellen, und schieße es dann in den Ofen rein. Links das Feuer ist eine Zinkfarm, weil es im Ofen nicht besonders hell ist, um das Brot gleichmäßig einzuschießen. Jetzt sind ungefähr 3/4 Stunde um. Das Brot wird wieder rausgeholt mit kaltem Wasser, nass abgewaschen und in den Ofen wieder zum Trocknen zurückgegeben. Somit ist der Prozess von dem Backen des Bauernbrotes zu Ende. Der Handwagen steht bereit, das fertig gebackene Brot ist aufgeladen und es lacht einen geradezu an. Nun auf geht's nach Hause. Wie man sieht, der Nachwuchs ist schon da. Er hat zwar noch etwas Schwierigkeiten mit der Richtung, aber trotzdem hat er ja einen guten Lehrmeister, der kleine Tobias Fuchs. So geht's aber.